Willkommen zurück nach einer kurzen Pause hier bei unserem Studieninformationstag an der Hochschule Mittweida. Ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt zu uns dazugestoßen sind. Schön, dass ihr noch dabei seid, diejenigen, die uns schon eine Weile zuschauen. Wir gucken uns noch mal kurz gemeinsam an, was uns heute hier im Livestream noch alles erwartet. Wir sind jetzt von 11 bis 12 Uhr im allgemeinen Block, wo wir alle Fragen rund um das Thema Bewerben klären werden, um das Thema Wohnen, BAföG und auch um das Thema Auslandssemester. Ich habe dazu auch einige Gäste wieder bei mir hier zu Gast. Von 12 bis 13 Uhr wird es dann um unsere technischen Studiengänge gehen, alles im Ingenieurbereich. Ab 13 Uhr sind wir dann im Bereich der Informatik angekommen und auch im Bereich der Biotechnologie und der allgemeinen und digitalen Forensik. Und ab 14.30 Uhr geht es dann noch um unsere Studiengänge im Bereich der sozialen Arbeit. So, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Thema Bewerben. Und da werde ich euch einfach mal ein bisschen was darüber erzählen. Vielleicht entscheidet sich ja der ein oder andere heute nach unserem Studieninformationstag dafür, bei uns an der Hochschule Mittweida zu studieren. Und deswegen sollt ihr natürlich auch die Hochschule noch ein bisschen besser kennenlernen und auch das ganze Bewerbungsprozedere. Vielleicht eins zu Beginn. Wir nennen uns, oder die Hochschule heißt ja Hochschule Mittweida. Ich würde mal ganz kurz darauf eingehen, was ist denn jetzt eigentlich eine Hochschule und warum ist das jetzt keine Universität? Der Oberbegriff über allen Einrichtungen, an denen man studieren kann, der ist Hochschule. Das heißt, eine Universität ist eine Hochschule, die Hochschule Mittweida ist eine Hochschule. Hochschule ist sozusagen der Überbegriff. Und da gibt es verschiedene Arten von Hochschulen, nämlich, wie gesagt, Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und das ist die Hochschule Mittweida auch. Wir sind also eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das habt ihr jetzt auch schon ganz viel gehört in unseren Talks und hört ihr jetzt auch noch in den nächsten Talks. Das merkt man eben vor allem in der Ausbildung, weil wir eben Theorie und Praxis verbinden und ihr sozusagen hier das Beste aus beiden Welten, Theorie und Praxis im Studium bekommt. An den Abschlüssen, die haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört und besprochen, ändert das am Ende aber nichts. Also ihr macht auch an Universitäten Bachelor- und Masterabschlüsse und die sind am Ende absolut gleichwertig. Also ein Bachelor ist ein Bachelor und ein Master ist ein Master. Da wird heutzutage also nicht mehr unterschieden. Das vielleicht so als kleine Vorrede. Wie gesagt, vielleicht findet ja der ein oder andere heute hier seinen Wunschstudiengang und möchte sich bei uns bewerben. Und zum Thema Bewerben würde ich euch gerne noch ein bisschen was mitgeben. Es gibt zwei Schlagworte, die euch vielleicht öfter mal begegnen. Das ist der Hochschulzugang und die Zulassung. Und zum Hochschulzugang gibt es Folgendes zu sagen. Das ist sozusagen die Berechtigung, die ihr haben müsst, um an der Hochschule zu studieren. Und das ist ganz einfach euer Schulabschluss. Also klassischerweise das Abitur, aber in Mittweida an Fachhochschulen gehen auch noch andere Abschlüsse. Ihr könnt bei uns auch mit einer Fachhochschulreife studieren oder auch mit einer fachgebundenen Hochschulreife, dann allerdings nur in den bestimmten Fächern, in denen ihr diese Fachhochschulreife gemacht habt. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, ohne einen dieser Abschlüsse zu studieren. Manche beruflichen Abschlüsse werden anerkannt als Hochschulzugang. Und man kann auch ganz ohne Abschluss studieren. Wir haben verschiedene Angebote zum Studieren ohne Abitur. Vielleicht schaut uns der ein oder andere zu, den das betrifft. Und dazu haben wir heute auch ein Angebot, nämlich ab 14.30 Uhr einen Zoom-Raum mit Frau Dr. Thiem, die euch zum Thema Studieren ohne Abitur beraten wird. Diese Abschlüsse, diese Schulabschlüsse sind also euer Hochschulzugang. Das heißt, das ist eure Erlaubnis, euch an Hochschulen zu bewerben. Und dann habe ich ja gesagt, es gibt den zweiten Begriff, die Zulassung. Das sind dann eben wiederum bestimmte Kriterien für einige Studiengänge, die vielleicht vorausgesetzt werden. Und da müssen wir unterscheiden zwischen zulassungsfreien und zulassungsbeschränkten Studiengängen. Die zulassungsbeschränkten Studiengänge kennen wir vielleicht unter dem Begriff NC oder NC-Studiengänge. Und das, den NC, das erkläre nicht ich euch, sondern das haben wir in einem kleinen Video für euch vorbereitet. Und das schauen wir uns jetzt an. Dein Schulabschluss steht vor der Tür und damit ist die Zeit gekommen, in der du dich für einen Studiengang entscheidest. Doch als ob diese Wahl nicht schwer genug wäre, gilt es nun herauszufinden, wie die Bewerbungsverfahren der verschiedenen Studiengänge funktionieren. Ist dein Studiengang zulassungsbeschränkt? Gibt es einen NC? Reichen deine Noten dafür oder kannst du deinen Schnitt irgendwie verbessern? Beginnen wir mit dem NC. Was ist das überhaupt? NC ist die Abkürzung für Numerus Clausus. Das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Marktwert. Aber mit dieser Information kann man wohl noch nicht so viel anfangen. Wenn man von einem NC-Studiengang spricht, da
dann ist damit ein zulassungsbeschränkter Studiengang gemeint. Das bedeutet, dass es in der Vergangenheit mehr Bewerber gab, als Studienplätze zur Verfügung standen. Der NC-Wert beschreibt einen Notendurchschnitt, zum Beispiel des Abiturs, der bei der Vergabe der Studienplätze eine Rolle spielt. Wie diese Zahl entsteht, kannst du dir mit Hilfe einer geordneten Liste vorstellen. Die Bewerber mit der besten Abschlussnote bekommen als erstes einen Studienplatz. Die übrigen Bewerber werden, geordnet nach dem Durchschnitt ihres Abschlusses, dahinter eingereiht. Die Durchschnittsnote der letzten zugelassenen Bewerber wird dann als die NC-Note angegeben und dient zur Orientierung für das kommende Jahr. Das hat den Zweck, dass du als Bewerber einschätzen kannst, welche Abschlussnote du ungefähr für eine Bewerbung brauchst. Natürlich heißt das nicht, dass du mit einer schlechteren Note keinen Studienplatz bekommst. Wie viele Bewerber es in jedem Semester gibt, kann ja niemand vorausahnen. Selbstverständlich werden durch dieses Verfahren zunächst Bewerber belohnt, die ihre Hochschulreife mit sehr guten Noten bestanden haben. Sie machen jedoch nur einen Teil der Bewerber aus, die wirklich einen Studienplatz erhalten. Auch wenn deine Abiturnote gar nicht dem ausgewiesenen NC entspricht, ist noch nichts verloren. Ein weiterer Teil der Studienplätze wird beispielsweise an die Bewerber mit den meisten Wartesemestern vergeben. Wartesemester sind die Zeit, die du nach deinem Schulabschluss nicht studiert hast. Hast du nach deinem Schulabschluss erst eine zweijährige Ausbildung gemacht? Dann werden dir schon einmal 4 Wartesemester auf dein Konto gutgeschrieben. So kannst du einige Bewerber hinter dir lassen, die eigentlich einen besseren Schnitt auf ihrem Zeugnis haben. Viele Unis und Fachhochschulen wählen ihre Studierenden für zulassungsbeschränkte Studiengänge vor allem nach der Abschlussnote und den Wartesemestern aus. Bei manchen Hochschulen ist das aber anders, zum Beispiel bei uns. An der Hochschule Mittweida gibt es für jeden zulassungsbeschränkten Studiengang ein Auswahlverfahren, das zum größten Teil auf praktischen Gesichtspunkten beruht. Ein großer Teil der Studienplätze wird durch dieses gesonderte Auswahlverfahren vergeben, das auf einem Punktesystem basiert. Bei diesem Punktesystem bekommst du beispielsweise Boni für dein soziales oder ehrenamtliches Engagement. Hast du bereits ein Praktikum absolviert oder betreibst ein Hobby, das zu deinem Wunschstudiengang passt, dann kannst du ebenfalls Bonuspunkte bekommen. Für einige Studiengänge sind bestimmte Schulfächer zudem wichtiger. Diese schauen wir uns genau an und vergeben Boni, wenn du hier gute Noten hast. So belohnen wir engagierte Studieninteressierte, die in ihrem Fach bereits Erfahrungen haben oder für den Studiengang besonders gut geeignet sind. Die Boni sind deshalb vielfältig und unterscheiden sich von Studiengang zu Studiengang. Alles verstanden? Auf unserer Website www.hs-mittweida.de findest du neben Informationen zu all unseren Studiengängen und den passenden Infos zur Bewerbung auch die Möglichkeit, mit uns direkt Kontakt aufzunehmen. Wir beraten dich gern, damit du genau den richtigen Studiengang für dich auswählst. Schau vorbei! So, jetzt seid ihr umfassend über diesen Begriff NC informiert und vielleicht ist er auch so ein Stück weit entzaubert. Jetzt wisst ihr, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Das ist nämlich nur ein Erfahrungswert der Hochschulen aus dem Vorjahr. Und weil das gar nicht immer unbedingt so aussagekräftig ist, haben wir an der Hochschule Mittweida auch ein anderes Verfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge. Wir wissen jetzt also, da komme ich gleich noch drauf zu, wir wissen jetzt also, was Zulassungsbeschränkung heißt, nämlich, dass wir mehr Bewerber als Studienplätze haben und deshalb die Bewerber aussuchen müssen. Und das andere Beispiel wiederum, zulassungsfrei heißt, es gibt keine weiteren Kriterien. Ihr braucht nur den Hochschulzugang, also euren Abschluss, das Abitur oder die anderen Abschlüsse. Und ihr müsst euch rechtzeitig und vollständig online bewerben. Und wenn ihr diese Kriterien erfüllt, dann habt ihr euren Studienplatz sicher. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ne? Das heißt, Abi bestanden oder Schulabschluss bestanden, rechtzeitig und vollständig bewerben, sichert euch den Studienplatz. Und die gute Nachricht ist, fast alle unsere Bachelor-Studiengänge sind zulassungsfrei. Im Wintersemester, also das Semester, was immer im Oktober startet, da starten die allermeisten Studiengänge von uns. Da haben wir nur 2 Studiengänge, die zulassungsbeschränkt sind. Nämlich, wir haben es heute Morgen schon gehört, der Studiengang Medienmanagement und der Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik. Der ist auch zulassungsbeschränkt, weil dort eben einfach mehr Bewerber als Studienplätze vorhanden sind. Alle anderen Studiengänge sind zulassungsfrei im Wintersemester. Und ein weiterer Studiengang, der startet noch im Sommersemester, also im März jeden Jahres, das ist der Studiengang Soziale Arbeit und auch der ist zulassungsbeschränkt. Wie genau die einzelnen Zulassungsverfahren aussehen, darauf werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Dazu habt ihr die Möglichkeit in den Zoom-Räumen oder natürlich auch nachträglich dann bei der Studienberatung. Es sei nur so viel gesagt, wir schauen bei keinem der genannten zulassungsbeschränkten Studiengänge, also weder bei Forensik noch bei Medienmanagement noch bei sozialer Arbeit, nur auf den Numerus Clausus. Das haben wir ja schon im Video gehört. Es zählen immer noch weitere Kriterien dazu. Bei Medienmanagement muss man zum Beispiel eine Eigenpräsentation, also eine Art Motivationsschreiben mit einreichen. Man hat die Möglichkeit, Arbeitsproben mit einzureichen, Praktikumszeugnisse oder auch etwas, was man
vielleicht im privaten oder im Hobbybereich, im Medienbereich macht, was man dann als Referenz mit einsendet. Wiederum bei der sozialen Arbeit werden zum Beispiel längere Praktika von mindestens 20 Wochen positiv berücksichtigt. Darüber können wir aber später gerne genauer reden. So viel erstmal zum Thema Bewerben an der Hochschule. Eine wichtige Sache müsst ihr natürlich noch wissen, nämlich die genannten Fristen. Ich habe ja gesagt, ihr müsst euch rechtzeitig und vollständig online bewerben. Online heißt, unsere Bewerbung ist vollständig digital. Wir wollen also keine Papierunterlagen von euch haben. Wir müssen uns nicht auf die Post verlassen. Das Einzige, was ihr zu Hause braucht, ist ein Computer und Internet und nutzt dann das Bewerbungsportal der Hochschule Mittweida, um euch dort online zu bewerben. Und die Fristen, wie gesagt, da gibt es zwei Stück. Eigentlich müsst ihr euch aber nur eine von beiden merken. Wie gesagt, der ganz große Teil unserer Studiengänge, unserer Bachelorstudiengänge mit einer Ausnahme, startet im Wintersemester, also im Oktober oder offiziell im September. Und für diese Studiengänge gilt die Bewerbungsfrist von Mitte April, immer so um den 15. April rum, bis einschließlich 15. Juli. Das heißt, in dem Zeitraum muss eure Bewerbung bei uns online eingegangen sein. Es kann aber sein, wenn wir noch freie Kapazitäten in einem Studiengang haben, gerade in den zulassungsfreien Studiengängen, dass diese Bewerbungsfrist auch verlängert wird. Also es kann auch sein, dass die Studiengänge über den 15.07. hinaus geöffnet sind zur Bewerbung. Verlasst euch da aber nicht drauf. Bewerbt euch rechtzeitig, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr könnt euch auch schon ohne euer Abschlusszeugnis bewerben. Ihr bewerbt euch erst in dem Jahr, in dem ihr anfangen wollt zu studieren. Also wer dieses Jahr sein Abi macht, bewirbt sich auch dieses Jahr. Aber ihr müsst nicht aufs Abi-Zeugnis warten. Das könnt ihr nachträglich hochladen bis spätestens 21. Juli. Wenn die Bewerbungsfristen verlängert werden, verlängert sich natürlich auch immer diese Nachreichfrist mit dazu. Diese Frist Mitte April bis 15. Juli gilt für alle Studiengänge im Bachelor, außer eben für die soziale Arbeit. Ich habe es eben schon erwähnt. Dort gilt die Bewerbungsfrist fürs Sommersemester immer von Mitte Oktober, etwa 15. Oktober rum, bis zum einschließlich 15. Januar mit der entsprechenden Nachreichfrist bis 21. Januar. Jetzt bin ich fertig mit dem Thema Bewerben und jetzt wisst ihr vielleicht heute schon, was ihr studieren wollt. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch bewerben könnt. Und jetzt seid ihr dann an dem Punkt, wo es vielleicht darum geht, nach Mittweida zu ziehen und sein eigenes Leben sozusagen aufzubauen, von zu Hause auszuziehen. Und dazu zum Thema Wohnen und auch zum Thema Finanzierung oder zu einer ganz besonderen Finanzierungsart habe ich jetzt einen Gast zugeschaltet, nämlich den Geschäftsführer unseres Studentenwerks Freiberg, Thomas Schmalz. Herr Schmalz, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Verschneite Freiberg. Herr Schmalz, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind Geschäftsführer vom Studentenwerk Freiberg. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz erklären, was ein Studentenwerk eigentlich ist. Das ist jetzt ein Begriff, der uns ist heute noch gar nicht untergekommen. Vielleicht nehmen Sie uns da mal ganz kurz mit, bitte. Ja, aber gern doch. Ein Studentenwerk kümmert sich um die Themen, die ringsrum um das Studium existieren und versucht, auf seine Art und Weise mit seinen Mitteln so viel wie möglich Unterstützung zu geben, dass das Studium gut laufen kann. Das heißt also auf dem Gebiet Verpflegung, auf dem Gebiet Finanzierung, auf dem Gebiet Wohnen, Kultur, Soziales, Beratung, Kinderbetreuung. Da sind wir tätig und versuchen an den beiden Standorten Freiberg und Mittweida so gut wie möglich zu helfen. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir schon mal eine kleine Vorstellung, was ein Studentenwerk eigentlich ist. Sie haben es erwähnt, Sie leisten Unterstützung auch im Bereich Wohnen. Wir haben ja in Mittweida verschiedene Wohnheime. Vielleicht nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, wie kann ich denn hier als Student wohnen und wie komme ich an so einen Wohnheimplatz? Wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Wohnens an zwei Wohnarealen. Das eine ist am Schwanenteich, ganz in der Nähe des Campus. Und das andere ist die Professor-Holz-Straße, die ist nur wenige Gehminuten entfernt davon. Wir haben Angebote vom Einzelapartment, wo jemand also sagt, ich möchte gern alleine wohnen, ich brauche das für mein Studium, bis hin zur 6er-WG, wo man also viele Freunde hat, viele Freunde treffen kann. Und man kann sich das bei uns aussuchen, zumindest den Wunsch erstmal angeben. Aber man sollte sich vorher das auch genau anschauen. Dazu haben wir unsere Internetseiten studentenwerk-freiberg.de.
Dort sind alle Beispiele aufgeführt. Da kann man nach Ort suchen, da kann man nach Art des Wohnens suchen. Und wenn man sich dann informiert hat und trotzdem noch Fragen da sind, haben wir auf den Seiten auch die Telefonnummern und Mailadressen unserer Kolleginnen dastehen, um noch spezielle Fragen zu lösen. Und wenn das auch geklärt ist, dann sollte man sich bewerben. Und das geht auch bei uns auf der Internetseite, also ausschließlich online. Und dann gibt es auch ganz schnell eine Antwort darauf. Vielen Dank, Herr Schmalz. Vielleicht dazu ein kleiner Einwurf. Sollte es mit so einem Wohnheimplatz nicht klappen, da sind natürlich auch begrenzte Kapazitäten nur vorhanden, könnt ihr aber ganz entspannt bleiben. Unsere Wohnsituation hier in Mittweida ist wirklich gut. Also wir haben ausreichend Wohnkapazitäten. Natürlich sind die Wohnheime immer sehr beliebt und auch immer ausgebucht. Aber außenrum gibt es natürlich auch noch andere Wohnmöglichkeiten hier in Mittweida. Das heißt, da könnt ihr euch wirklich entspannen und auch berücksichtigen, dass das Wohnen in Mittweida insgesamt sehr günstig ist. Herr Schmalz, vielleicht können Sie noch mal kurz uns so einen kleinen Mietspiegel fürs Wohnheim geben. Ja, klar, gern. Und auch wir haben jetzt noch ein paar Wohnheimplätze frei für das Sommersemester. Wir sind gerade mitten in der Vergabe. Wer also sich jetzt noch überlegt, bei uns einen Antrag fürs Sommersemester stellen zu wollen, kann das natürlich auch noch machen. Zu den Preisen. Das Wichtigste ist, glaube ich, bei uns, dass wir Komplettmieten haben. Bei uns gibt es also keine nachträgliche Abrechnung von Strom oder Ähnlichem. Es ist alles in dieser Miete drin, was nur dazu gehört, und somit kann man da schon recht beruhigt studieren. Und wir liegen da bei ungefähr 200 bis 230 Euro pro Monat. Wir haben bei großen, sehr großen Einzel-WGs im Dachgeschoss ein paar Ausreißer mit 270 Euro, aber der Durchschnitt liegt so bei 200 bis 230 Euro. Okay, vielen Dank, Herr Schmalz. Das könnt ihr auch insgesamt als Mietspiegel für Mittweida ungefähr annehmen. Allerdings kommen bei Privatvermietern, Herr Schmalz hat es gesagt, natürlich in den allermeisten Fällen noch Nebenkosten dazu, das Internet dazu. Das sind alles Kosten, die ihr bei der privaten Miete natürlich mit einkalkulieren müsst. Das ist beim Studentenwerk schon eingepreist. Das Studentenwerk ist aber nicht nur für die Wohnheime zuständig, sondern, Herr Schmalz hat es gesagt, auch für das BAföG. Da mache ich auch noch einen ganz kurzen Schwenk. Das Studium an sich bei uns an der Hochschule ist natürlich kostenfrei. Wir sind eine staatliche Hochschule, das heißt, bei uns gibt es keine Studiengebühren. Das Einzige, was an allen staatlichen Hochschulen in Sachsen anfällt, ist ein Semesterbeitrag. Der ist immer ein bisschen unterschiedlich hoch, liegt bei uns zurzeit bei 95 Euro pro Semester, also im halben Jahr. Da kommen also erstmal nicht die großen Kosten auf euch zu. Aber natürlich, ich habe es gesagt, das Studium ist meistens der erste Moment, bei dem ihr von zu Hause auszieht, und das Leben muss natürlich finanziert werden. Herr Schmalz, was gibt es denn dort für Möglichkeiten? Was bietet mir das Studentenwerk dort für Möglichkeiten, mein Leben, mein Studentenleben vielleicht zu finanzieren? Da ist natürlich in erster Linie das BAföG zu nennen, auch wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, über die wir auch beraten, wie zum Beispiel Stipendien oder, womit natürlich ein Studium nicht begonnen werden sollte, ein Darlehen. Aber wenn wir mal beim BAföG bleiben, dann ist das tatsächlich das wichtigste Finanzierungsmittel, was wir haben. Okay, und wie funktioniert das jetzt, wenn ich jetzt wenn ich vielleicht BAföG für mich in Erwägung ziehe? Ich erlebe sehr oft in der Beratung, dass mir Interessierte sagen, sie haben jetzt irgendwelche Online-Rechner gefunden, die einem den BAföG-Anspruch ausrechnen. Was halten Sie von solchen Rechnern und wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit oder von welchen Faktoren ist es abhängig, ob ich BAföG bekomme? Sicherlich sind solche Online-Rechner durchaus denkbar, um überhaupt mal zu schauen, gehöre ich denn überhaupt zu der Gruppe, die BAföG bekommt. Aber, da ist wirklich ein großes Aber dabei, bitte, bitte, bitte nicht nur darauf vertrauen, sondern bei unseren Kolleginnen und Kollegen im BAföG-Amt anfragen, weil es gibt so unendlich viele Nebenbestimmungen und Sonderbestimmungen, dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, ja, du bekommst nicht. Wir machen uns gern da auf den Weg, gemeinsam mit den jungen Menschen, die Fragen haben, um herauszufinden, gibt es da BAföG oder nicht. Wie gesagt, so ein Online-Rechner ist für den Einzelfall nicht zwingend hilfreich.
Okay, da sind wir uns einig, das ist gut. Wie sind denn dann die Modalitäten? Also wie kann ich mich aufs BAföG bewerben und wie verhält sich das zum Beispiel auch mit der Rückzahlung? Ich muss ja einen Teil vom BAföG zurückzahlen. Vielleicht können Sie uns da auch nochmal mitnehmen, bitteschön. Ja klar, gern. Also es ist auf jeden Fall ein schriftlicher Antrag zu stellen. Man kann sozusagen seinen Erstwunsch, ich möchte gern BAföG haben, auf jede Art und Weise bei uns einkommen lassen. Also da reicht zum Beispiel auch eine Postkarte. Damit ist dann nachgewiesen, ab welchem Moment man BAföG bekommt. Dann aber ist es zwingend notwendig, dass die Formulare ausgefüllt werden. Und die kann man sich entweder herunterladen vom Internet, auch von unserer Studentenwerkseite. Wir haben also bei uns den Button Finanzen und wenn man dann auf BAföG und BAföG-Antrag geht, kann man sich es runterladen. Sie können aber auch anrufen und darum bitten, dass wir Ihnen den zuschicken. Das machen wir natürlich auch gern. Der Antrag sollte möglichst 2 Monate, bevor es mit der Zahlung losgehen soll, bei uns eingegangen sein. Wir müssen den ja auch noch bearbeiten. Wir müssen unter Umständen noch bestimmte Dinge nachfordern und das dauert alles seine Zeit. Und wenn man also möchte, dass zum Beispiel im Oktober das Geld fließt, dann sollte man schon im Juli, August den Antrag gestellt haben und die Sache einreichen, dann funktioniert das auch. Ganz wichtig ist, man bekommt erst ab dem Monat Geld, wo man den Antrag gestellt hat. Wer also am 1. November seinen Antrag stellt, bekommt für Oktober nichts. Wer am letzten Oktobertag den Antrag bei uns eingereicht hat, bekommt noch für den Oktober Geld. Okay, und nochmal die Nachfrage zur Rückzahlung. Wie verhält sich das genau beim BAföG? Ja, die Rückzahlung. Da habe ich mir hier ein paar Stichpunkte gemacht, weil so genau weiß ich das auch immer nicht aus dem FF. Also der Darlehensanteil ist 5 Jahre nach Beendigung der Förderungshöchstdauer zurückzuzahlen. Derzeit in Raten von 130 Euro. Und sofern man der Zahlungspflicht und auch bestimmter Mitwirkungspflichten immer nachkommt, ist das auf 77 Raten beschränkt, also 77 mal 130 Euro. Das heißt, es müssen maximal 10.010 Euro zurückgezahlt werden von diesem Darlehensanteil. Der Rest wird erlassen. Grundsätzlich sind ja die Zahlungen, die bei BAföG geleistet werden, a priori schon 50% Zuschuss und 50% Darlehen. Okay, vielen Dank. Und Sie haben es ganz am Anfang erwähnt, das Studentenwerk kümmert sich um alles rund ums Studium. Das ist jetzt ja mit Wohn- und BAföG nicht getan. Welche Services bietet denn das Studentenwerk Freiberg seinen Studierenden noch an? Ich glaube, einen Service, den wir anbieten, kennt wirklich fast jeder Student und fast jede Studentin, nämlich unsere Mensa, die in der Weststraße gemeinsam mit der Bibliothek zu finden ist. Das ist ein großes Hilfsangebot auch, denn wir haben kostengünstiges Essen dort von Montag bis Freitag. Im Moment wegen Corona leider nur to go, aber wir gehen ja mal davon aus, dass dieses Jahr 2021 uns wieder bessere Zeiten bringt. Dann haben wir auch noch weitere Angebote, zum Beispiel Beratung. Es kann während des Studiums ganz vieles passieren, was man vorher als junger Mensch noch nicht erlebt hat, womit man konfrontiert wird. Und wo man auch nicht unbedingt mit Freunden drüber sprechen möchte. Und da haben wir bei uns die Sozialberatung, wir haben die sozialpädagogische Beratung auch. Und dort bekommt man Hilfe, egal ob es, ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, Schwangerschaft, Studieren mit Kind oder auch Probleme beim Studium, an wen kann ich mich wenden oder ähnliche Sachen. Dann bekommt man da Hilfe. Wichtig ist immer zu wissen, wir können nur helfen, wenn wir wissen, wo wir helfen sollen. Wir haben außerdem noch die Kinderbetreuung. In Mittweida haben wir da 2 Möglichkeiten. Das eine ist bei einer Tagesmutti ganz in der Nähe des Campus, haben wir 2 Plätze sozusagen belegt, hauptsächlich für
Studierende, die nur tageweise in Mittweida sind und die dann eine Kinderbetreuung brauchen. Und außerdem arbeiten wir noch mit einer Kindereinrichtung in Mittweida zusammen, mit den Auenzwergen, und übernehmen dort zum Beispiel die Kosten für zusätzliche Betreuung, sprich also, wenn die Betreuung über die Zeit hinausgeht, die normal angeboten wird. Wenn da mehr Betreuung gebraucht wird, dann übernehmen wir die Finanzierung. Dann haben wir natürlich noch den Bereich Kultur. Hier unterstützen wir auch viele Veranstaltungen, die in Mittweida organisiert werden von Studierenden oder auch teilweise von der Hochschule. Ist im Moment auch ein bisschen dünner als sonst, gebe ich auch ehrlich zu, aber auch da wird es wieder mehr werden. Und wir haben ein Angebot noch, nämlich einmal jährlich einen, wie wir es nennen, Studentensommer. Wir bieten an, in eine Gegend zu reisen, wo man mit normalen Reisemöglichkeiten nicht hinkommt, nämlich nach Tscheljabinsk. Manche werden den Ort schon gehört haben, diesen Namen. Da ist vor ein paar Jahren der Komet eingeschlagen und seitdem ist diese fast unbekannte bisher Millionenstadt in Russland bekannt geworden. Und da geht es also im Sommer 3 Wochen hin mit dem Flugzeug bis Moskau und dann mit der transsibirischen Eisenbahn 72 Stunden lang, bis man da ist in Tscheljabinsk. Dort dann gibt es viele tolle Ausflüge. Zum Beispiel kann man das berühmte Bild machen, dass man mit dem einen Bein in Asien steht, mit dem anderen in Europa. Und wirklich ganz viele tolle Sachen entdecken. Wer Vorschläge hat, wo wir noch Unterstützung leisten können oder was wir anbieten könnten, da sind wir natürlich auch immer offen und hören uns gern an, was an Vorschlägen kommt. Und wir werden dann sehen, ob wir da helfen können oder nicht. Also wir sind die Helfer und versuchen, alle gut durchs Studium zu bringen. Ganz vielen Dank, Herr Schmalz, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Jetzt im Anschluss startet hier direkt um 11.30 Uhr das Zoom-Meeting mit Ihrer Kollegin Isolde Geisler vom BAföG-Amt. Also wenn ihr direkt nochmal Fragen zum BAföG-Amt oder zum BAföG habt, könnt ihr euch gerne direkt jetzt in das Zoom-Meeting einwählen. Herr Schmalz, nochmal vielen Dank und viele Grüße nach Freiberg und vielen Dank für Ihre Zeit. Hier geht vielen es Dank jetzt, auch Ihnen. Tschüss. Ja, ciao. Dankeschön. Hier geht es jetzt weiter. Wir wissen jetzt, ihr wisst jetzt vielleicht nach dem Tag heute, was ihr studieren wollt, wie ihr euch bewerbt, was es für Angebote und Unterstützungsmaßnahmen außenrum gibt. Und dann ist noch eine Sache, die vielleicht interessant ist, nämlich das Auslandssemester oder Studieren im Ausland. Wir haben es heute schon öfter mal angesprochen bei den diversen Studiengängen, dass es diese Möglichkeit ja prinzipiell gibt. Wir haben es gehört, bei Global ist es sogar, bei Global Communication ist es sogar Pflicht, aber auch bei allen anderen Studiengängen gibt es die Möglichkeit, ein Auslandssemester oder eine Zeit im Ausland zu verbringen. Und dazu habe ich jetzt meine Kollegin Ulrike Worps-Reichenbach vom International Office zugeschaltet. Frau Worps-Reichenbach, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Herr Bender. Hallo, grüße Sie. Frau Worps-Reichenbach, wir möchten uns auch noch kurz mit Ihnen unterhalten über das Thema Auslandssemester. Was bietet mir denn die Hochschule dort für Möglichkeiten? Also kann denn jeder ein Auslandssemester machen und wo kann ich denn überall hin? Vielleicht steigen wir so mal ein. Ja, also prinzipiell haben wir ja als Hochschule Mittweida einige Partnerhochschulen oder einige über 100 Partnerhochschulen in aller Welt. Und es ist natürlich erstmal daran zu abzuklären, möchte ich denn innerhalb Europas ein Praktikum machen oder möchte ich vielleicht nach Amerika, möchte ich, also in die USA, möchte ich nach Kanada, möchte ich nach Neuseeland, nach Australien. Wenn ich das für mich schon mal so grob sondiert habe, dann können Sie schon mal anrufen bei uns oder beziehungsweise zunächst erstmal auf unsere Homepage schauen. Unter der Hochschulwebsite finden Sie dann diesen Reiter Internationales. Da können Sie im Suchportal schon mal, je nachdem, wenn Sie schon eine Prämisse haben, in welches Land Sie gerne gehen möchten, können Sie schon mal dort schauen, welche Universitäten mit uns einen Partnerschaftsvertrag haben, beziehungsweise rufen Sie auch gern an. Wir können Ihnen dazu auch jederzeit gern dann noch weitere Fragen beantworten. Prinzipiell sage ich immer zu allen Studierenden, die sich hier an mich wenden wegen eines Auslandsaufenthaltes,
kann man an jede Universität gehen. Einfacher ist es, wenn man an eine Partneruniversität unserer Hochschule geht, weil wir mit den meisten Partneruniversitäten sehr gute Kontakte pflegen und wir dann einfach auf einem kurzen Weg auch bestimmte Sachen schon mal vorab abklären können. Okay, aber es ist sozusagen für jeden Studiengang möglich, richtig? Es ist für jeden Studiengang unserer Hochschule möglich, natürlich. Perfekt. Einzige Voraussetzung, dass man sozusagen an eine Partnerhochschule gehen kann, ist, dass man hier eingeschriebener Student in der Hochschule mit weiter ist. Also, dass man eine gültige Immatrikulation hat. Und ansonsten ist es für jeden Studiengang, für jeden Studierenden unserer Hochschule möglich, ins Ausland zu gehen. Wie viel Vorbereitungszeit muss ich denn einplanen, wenn ich jetzt ein Auslandssemester machen möchte? Also man sollte, wenn man sich dessen schon klar ist, zu Beginn des Studiums, kann man gerne schon mal im ersten, zweiten Semester anfragen. Dann haben wir natürlich eine sehr lange Zeitschiene, wo wir das in Ruhe vorbereiten können. Also das Optimum ist so ein Jahr vorher mal hier sich anzumelden bei mir und zu sagen, hier, ich habe vor, ins Ausland zu gehen. Das läuft dann so peu à peu, hangeln wir uns dann gemeinsam weiter, bis wir dann so meistens 3 bis 4 Monate vorher die Nominierung an der Partnerhochschule dann durchführen und uns dann Schritt für Schritt auf die Dokumente, die wir dann benötigen, sozusagen zuhangeln, beziehungsweise dann die Dokumente gemeinsam ausfüllen. Dies für eine, zum Beispiel eine Erasmus-Förderung, darauf gehe ich dann später in meinem Zoom-Meeting nochmal näher ein, benötigt. Okay, vielen Dank. Frau Worps-Reichenbach hat es schon gesagt, auch zum Thema Studieren im Ausland gibt es gleich am Anschluss noch einen Zoom-Raum für eure individuellen Fragen. Einfach auf unsere Veranstaltungsseite gehen, die haben wir hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken und dann zum Seminar von oder Webinar von Frau Worps-Reichenbach scrollen. Noch eine Frage bei Ihnen. Steht ja in der Bauchbinde unten drunter, Sie kommen vom International Office. Wie unterstützt mich denn das International Office jetzt konkret bei der Organisation meines Auslandssemesters? Also es gibt ja nicht mehr, also wir sind zuständig für den Auslandsstudienaufenthalt. Es gibt ja aber nicht nur die Möglichkeit, ein Studiensemester zu absolvieren, sondern man hat ja auch verschiedene Studienrichtungen bei uns an der Hochschule, wo man auch Praktika absolvieren kann. Wir sind zuständig für die Beratung, alles was einen Studienaufenthalt anbelangt. Da kann man im Idealfalle, wenn wir wieder unter normalen Bedingungen arbeiten können, kann man hier zu mir ins Büro kommen, in meinen Sprechzeiten. Die finden Sie auf unserer Homepage. Im Moment haben wir leider nur telefonische bzw. Online-Beratungen im Angebot. Aber man kann mich auch jederzeit per E-Mail anschreiben. Wir stehen mit Rat und Tat rund um das Thema Auslandsaufenthalt erstmal als erster Ansprechpartner zur Verfügung. Sollte es sich um ein Praktikum handeln, da haben wir einen Kooperationspartner an der TU in Dresden, das Leonardo-Büro. Wir vermitteln dann dahin an die Kollegen, aber prinzipiell unterstützen wir mit Erstinformationen und dann alles, was Erasmus anbelangt oder andere Förderprogramme wie PROMOS, darauf gehe ich dann auch nochmal später ein, sind hier bei uns begleitend sozusagen zu erhalten. Super, vielen Dank. Noch 2 Infos hätte ich gerne von Ihnen mit der Bitte um eine knackige Antwort. Zum einen Kosten von so einem Auslandssemester. Was kann da eventuell auf mich zukommen und wie kann das eventuell gefördert werden? Und verlängert sich die Studienzeit dadurch? Also geht mein Studium dann automatisch länger, wenn ich plane, ein Auslandsstudiensemester zu machen? Okay. Also Kosten, wenn Sie als Erasmus-Studierender in eine europäische Hochschule gehen, die Partnerhochschule von uns ist, haben Sie relativ geringe Kosten, da Ihnen die Studiengebühren im Rahmen des Erasmus-Programms erlassen werden. Da haben Sie dann einfach die normalen Lebenshaltungskosten. Das kommt immer auf den individuellen Bedarf drauf an, sage ich mal. Wenn Sie nach Amerika, also in die USA, nach Kanada gehen, dann liegen Studiengebühren schon mal in zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Semester. Das soweit zu den Kosten und dann halt noch die Lebenshaltungskosten, die natürlich in den USA bzw. in Kanada auch nochmal ein ganzes Stück höher liegen als bei uns hier in Deutschland, plus Verwaltungsgebühren.
was wir hier ja oftmals nicht so in dem Umfange gewöhnt sind. Also sollte man dann schon mit auf dem Schirm haben. Das ist schon sehr teuer, aber da gibt es dann auch wieder die Auslands-BAföG-Möglichkeit. Gut. Kurz und knackig wurde gesagt, verlängert sich durch ein Auslandssemester meine Studienzeit. Also die wenigsten schaffen es, in der Regel Studienzeit abzuschließen, wenn sie einen Auslandsstudienaufenthalt noch einschieben. Wir haben einen Studiengang Global Communication in Business and Culture, da ist es Bestandteil des Studienplanes. Da bleibt man natürlich in der Regelstudienzeit. Man kann für ein Auslandssemester ein Urlaubssemester einlegen, dann, das ist insbesondere für BAföG-Empfänger wichtig, dann bleibt man offiziell in der Regelstudienzeit, wenn man für das Auslandssemester ein Urlaubssemester beantragt im Studierendenservice. Das jetzt so ganz kurz und knackig. Super, das war perfekt. Vielen Dank für Ihre Antworten. Wir haben es schon gesagt, es geht jetzt direkt weiter. Wen das Thema Auslandsstudium interessiert, der wechselt jetzt einfach direkt mit rüber ins Zoom-Meeting von Frau Worps-Reichenbach. Vielen Dank nochmal an Sie für Ihre Zeit und Ja. alles Gute und bis bald. Bis bald. Tschüss. So, und damit sind wir mit unserem allgemeinen Themenblock auch schon durch. Wir schauen uns jetzt wieder ein paar kleine Filme an, passend zum Themenblock und auch zum Studium in Mittweida. Wir drehen mal wieder eine kleine Runde über den Campus. Wer vielleicht den Campusrundgang heute Morgen verpasst hat, kriegt jetzt noch mal einen Eindruck von unserem Campus der kurzen Wege. Dann stellen wir euch zwei studentische Projekte vor, nämlich zum einen unser Radio 99.3 Radio Mittweida, das ist ein Lokalradiosender hier, der von unseren Studis betrieben wird, wo auch Studierende aller Fakultäten mitwirken können. Und unser Projekt TMM, Technikum Mittweida Motorsport, das sind auch Studierende aus allen Fakultäten, aber natürlich mit Schwerpunkt auf unsere Ingenieurstudiengänge, die konstruieren gemeinsam Rennwagen, auch das gleich alles im Film. Dann stellt sich auch noch eine Beratungseinrichtung der Hochschule vor, nämlich die Sozialkontaktstelle mit meinen Kolleginnen Melanie Kilger und Steve Sokol. Die werden euch kurz erklären, was sie für Beratungsleistungen hier an der Hochschule anbieten und wann ihr euch an die beiden wenden könnt. Dann haben wir noch ein wichtiges Angebot für euch, was so zum Ausgleich des Studiums dient, nämlich unsere Angebote im Hochschulsport. Die sind sehr umfangreich hier bei uns an der Hochschule, da bekommt ihr einen kleinen Einblick. Und zu guter Letzt wagen wir noch einen etwas weiteren Ausblick ans Ende eures Studiums. Wir haben den Begriff Immatrikulation heute schon ein paar Mal gehört, das ist die feierliche Aufnahme ins Studium. Der feierliche Rausschmiss sozusagen ist die Exmatrikulation und die machen wir in Mittweida ganz feierlich, ganz besonders und auch dazu seht ihr am Ende einen kleinen Ausschnitt, wenn ihr es dann vielleicht schon nach 3 Jahren mit eurem Bachelor geschafft habt. Wir sehen uns um 12 wieder hier an der gleichen Stelle mit unseren Ingenieurstudiengängen, unseren Technikstudiengängen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Filmchen. Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule Mittweida. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Runde über unseren Campus und dir dabei verschiedene Gebäude hier bei uns an der Hochschule zeigen. Und wir fangen auch direkt an in einem unserer neuesten Gebäude, dem Zentrum für Medien und soziale Arbeit. Hier drin lernen also Studierende aus zwei wichtigen Bereichen der Hochschule, unsere Sozialarbeiter und unsere Medienstudiengänge. Wir haben hier drin alles. Ein Fernsehstudio, ein Radio, eine Druckerei, verschiedene Schnittplätze, ein Effektstudio, also alles, was das Medienherz begehrt. Und was es sonst noch bei uns zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt stehen wir vor unserem Hauptgebäude, Haus 1. Hier wirst du in deinem Studium vielleicht die ein oder andere Vorlesung oder das ein oder andere Seminar haben. Viel wichtiger sind aber die Ansprechpartner für dich, die hier im Haus ihre Büros haben. Wenn du dich für ein Studium interessierst, dann wendest du dich am besten direkt an mich. Wenn im Studium Fragen auftreten sollten, dann ist der Studierendenservice für dich da. Melde dich einfach bei deiner Betreuerin oder deinem Betreuer und werd alle deine Fragen zum Studium los. Wir alle sitzen hier im Haus 1 für dich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Kommt mit. Ja, wir sind jetzt vor unserem Haus 5 angekommen, der Heimat unserer Ingenieure. Hier in dem Gebäude lernen also Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Mechatroniker und viele weitere Studis.
Hier drin befinden sich also ganz viele Labore und Werkstätten für diesen Bereich, unter anderem ein Robotiklabor, ein 3D-Drucklabor, aber auch eine Trainingsfabrik. Das heißt, wir simulieren dort verschiedene Abläufe einer großen Fabrik im Kleinen nach, um das nachzuvollziehen können, um das ganze Verständnis dafür zu entwickeln. Und auch im Haus 5 befinden sich unsere beiden größten Hörsäle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Auf dem Weg dahin gucken wir nochmal bei unserem Rennwagen vorbei. Das heißt, wir haben ein studentisches Team, die gemeinsam Rennwagen konstruieren und damit international an Rennen teilnehmen. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und das ist das gute Stück, El Cobra. Das ist der aktuelle Elektrobolide von unserem Rennteam. Und genau, damit nehmen die international an Rennen teil und den konstruieren die Studis neben dem Studium in unserem Projekt TMM, was so viel heißt wie Technikum Mittweida Motorsport. Und jetzt schauen wir in den Hörsaal. So, wie gesagt, das ist unser größter Hörsaal. Den gibt es zweimal so in der Form hier im Haus. Und ihr seht, das ist doch recht überschaubar. Hier passen knapp 200 Studis rein und größer wird es bei uns hier nicht. Das heißt, man lernt in wirklich kleinen Gruppen die jeweiligen Inhalte zu seinem Studiengang kennen. In der Vorlesung wird die Theorie vermittelt und im Praktikum geht man dann in die Labore und in die Werkstätten und macht das, was man theoretisch gelernt hat, praktisch in kleinen Gruppen gemeinsam. Nach der Vorlesung. Als Studierender muss ich natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist meistens der erste Moment im Leben, wo ich von zu Hause ausziehe. Und eine Möglichkeit ist das Studentenwohnheim. Seht ihr hier hinten verschiedene Gebäude, die dort dazugehören. Und die meisten Zimmer bei uns sind heute Einzelapartments, das heißt ein eigenes Zimmer mit eigener Küche und einem kleinen Bad. Es gibt aber auch noch vereinzelt WGs und da kann sich also jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Für die Wohnheime bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Und wenn ihr Fragen oder Infos zu einem Wohnheimplatz möchtet, dann meldet euch gerne dort bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Studieren heißt natürlich nicht nur lernen, sondern studieren heißt natürlich auch feiern. In Mittweida geht das am besten in unserem Studentenclub. Der wird von unseren Studis natürlich selbst betrieben in einem eigenen Verein. Dort kann man also unter der Woche abends hingehen und sein Bierchen trinken, mit Freunden treffen. Oder man geht in die Schwemme, das ist unsere Studentenkneipe, die zu unserem Club dazugehört. Es gibt also genug Möglichkeiten hier in Mittweida, um abends einen Ausgleich zum Studium zu schaffen. So, als nächstes schauen wir uns unser Haus 6 an und müssen dazu mal auf die andere Seite von dem Gebäude hier gehen. Das ist schon Haus 6, was ihr hier seht, aber von der anderen Seite sieht man das Ganze noch besser. Jawohl. So. Jetzt stehen wir vor Haus 6. Seht ihr hier hinter mir? Hier sind unter anderem unsere Informatiker zu Hause, aber auch unsere Ingenieure und unsere Wirtschaftswissenschaftler. In verschiedenen Laboren könnt ihr in den Bereichen der Softwareentwicklung und der IT-Sicherheit, aber auch in den Bereichen der Forensik oder des Wirtschaftsingenieurwesens lernen. Hier drüben seht ihr unser Haus 3. In dem sitzen unsere Elektrotechniker und auch unsere technischen Informatiker. Aber als Student kann ich nicht nur den ganzen Tag lernen, sondern ich muss auch was essen. Und deswegen schauen wir jetzt mal zur Mensa.
So, und zu guter Letzt noch zwei sehr wichtige Gebäude, Mensa und Bibliothek. Momentan teilen sich die beiden bei uns noch ein Gebäude. Das heißt, ich hole mir mein Mittagessen und kann dann direkt weiter lernen. Wir bekommen aber bald eine große neue Bibliothek auf dem Campus, wo dann beide, Mensa und Bibliothek, ausreichend Platz für sich selber bekommen. Alles, was es hier in der Bibliothek als gedrucktes Buch gibt, gibt es natürlich auch als E-Book online zur Verfügung gestellt und natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Campusführung angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schaut im Web www.hs-mittweida.de. Dort findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Studiengängen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Bis bald. Hallo, ich bin der Steve. Und ich arbeite in der Sozialkontaktstelle der Hochschule Mittweida. Wir sind eine Serviceeinrichtung für Studierende in besonderen Lebenslagen. Unsere Zielgruppen sind Studierende mit einer chronischen Erkrankung und/oder Behinderung, Studierende mit Kindern oder Studierende mit zu pflegenden Angehörigen. Wir begleiten durch Studium, klären Prüfungsmodalitäten und vernetzen an weiterführende Stellen. Hallo, ich bin Melanie, ich bin Steves Kollegin in der Sozialkontaktstelle. Und mit den Zielgruppen, die Steve euch gerade schon vorgestellt hat, entwickeln wir verschiedene Maßnahmen, um im Studium zu helfen. Eine sehr wichtige Maßnahme, die ihr auch am Anfang schon mal gehört haben solltet, ist der sogenannte Nachteilsausgleich. Das ist ein Instrument, was genau das macht, was der Name euch sagt. Er gleicht den Nachteil, den ihr ins Studium mitbringt, im Studium wieder aus. Nachteilsausgleiche gibt es für das gesamte Studium, heißt Sonderstudienablaufplan und begleitet euch durch die komplette Studienzeit. Es gibt aber auch Nachteilsausgleiche für einzelne Prüfungen. Zum Beispiel, wenn jemand eine chronische Erkrankung in seiner Schreibhand hat und kann nicht so schnell schreiben wie ein gesunder Student, dann können wir mit Nachteilsausgleich die Prüfungszeit etwas verlängern. Ihr findet uns im Haus 3 der Hochschule. Wir haben bestimmte Sprechzeiten, die ihr bei uns auf der Homepage finden könnt. Es ist aber sinnvoll, mit uns vorher einen Termin auszumachen, da wir auch Termine in der Hochschule haben, die wir wahrnehmen müssen und es sehr schade wäre, wenn ihr dann bei uns vor der Tür steht und niemand hier ist. Also schaut gern bei uns auf der Homepage vorbei, dort findet ihr unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse und macht euch gern einen Termin mit uns aus. Hallo liebe Erstis, na, seid ihr auch gerade von einer Weltmetropole in das kleine Örtchen Mittweida gezogen? Wir können euch beruhigen, so langweilig wird's hier gar nicht, denn wir haben einen eigenen Radiosender. 99.3 Radio Mittweida. Und ihr könnt mit dabei sein. Natürlich gibt es ein paar Voraussetzungen. Am wichtigsten eigentlich ist bei uns eine akkurate Sprache. Natürlich spielen wir auch in den nächsten 2 Stunden eure Wunschmuschel. Was spielen wir? Seriosität, natürlich vor allem bei den Nachrichten. 99.3 Die Nachrichten. Das britische Unterhaus entscheidet heute in London über die Nachfolge von Parlamentspräsident John Bercow. Es wird so lange in geheimer Wahl. Entschuldigung. Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Partei und Fraktionschefin Andreas berät der Parteivorstand am Vormittag über die nächsten Schritte. Und außerdem auch ein strikt durchdachtes Zeitmanagement. Um halb neun, perfekt lokal informiert mit Marcel Gallasch. Und wir starten hier gleich in den Montagmorgen, unter anderem Dienstag. Dienstag. Dienstagmorgen. Und das alles mit ganz viel Kreativität im Kopf. Ja, der Sekt, der knallt schon. Na, konntet ihr euch darin wiederfinden? Worauf wartet ihr denn noch? Kommt bei uns vorbei, lernt uns kennen und alles, was noch wichtig ist, das verraten euch jetzt Susi und Strolch. Bonnie und Clyde. Mist, nee. Tom und Cherry. Ah nee, die waren's auch nicht. Och, Mensch, Basti. Die heißen Luisa und Lukas und sind schon seit über einem halben Jahr Chef. Das musst du doch langsam mal drauf haben. Ah ja, stimmt. Na klar. Stimmt. Und wenn ihr Lust habt, Radio zu machen, egal von welcher Fakultät ihr seid, dann schreibt uns gerne an programm@radio-mittweida.de. Oder checkt mal unsere sozialen Netzwerke. Facebook und Instagram einfach mal eingeben. 99.3 Radio Mittweida.
Hi, ich bin Alex. Ich bin neu hier und studiere Wirtschaftsingenieurwesen im ersten Semester. Ich habe gehört, hier ist ein cooles studentisches Projekt. Wo genau bin ich denn gelandet? Du bist hier beim TMM gelandet, beim Technikum Mittweida Motorsport. Wir sind das Motorsportteam der Hochschule Mittweida und wir treten in der Formula Student an. Was genau ist denn die Formula Student? Die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, bei dem studentische Teams gegeneinander antreten. Dort werden zum Beispiel Autos wie dieses hier gebaut. Ist das dann euer neuestes Auto? Nein, das ist nicht unser ältestes Auto, unser Eisenschwein. Das steht hier aber nur als Ausstellungsstück. Okay, habt ihr denn noch andere Autos? Ja klar, wo ist die Werkstatt? Komm mit und zeig es dir. So Alex, da wären wir. Das hier ist unsere Werkstatt. Und wie versprochen siehst du jetzt zwei weitere unserer Fahrzeuge. Das wäre einmal der Hector und einmal der Tim. Dass unsere beiden letzten Verbrenner, die gebaut wurden, diese fahren natürlich nur zu Freundschaftsevents, da wir mittlerweile auf Elektro gestiegen sind. Das klingt echt gut. Ich würde euch am liebsten gleich beitreten. Wie kann ich euch am besten unterstützen? Wir haben einen kaufmännischen und einen technischen Bereich, in dem du uns unterstützen kannst. Weitere Infos zu den Abteilungen kannst du auf unserer Website finden. Wenn du noch irgendwelche weiteren Fragen hast, beantworten wir diese gerne auf Social Media. Eine wichtige Frage hätte ich jetzt gleich noch. Kann ich so ein Auto auch mal fahren? Das und auch weitere Fragen, die du oder auch ihr habt, klären wir beim Meet & Greet Ende Oktober. Einen genauen Termin geben wir euch dann natürlich noch. Herzlich willkommen beim Hochschulsport. Wir befinden uns gerade in der Lotto-Auto-Sporthalle der Hochschule Mittweida. Ab dem späten Nachmittag laden wir Sie recht herzlich zu unseren Fitness- und Gesundheitssportkursen an, wie Zumba, Yoga, Bodyshaping oder Qigong und viele anderen ein. Als Geheimtipp gelten unsere Kanu-Kurse im Sommersemester an der Talsperre Krippstein. Und außerdem das sportlichste Modul an der Hochschule Mittweida heißt Gesundheitslehre und Bewegung. Das Modul wird im Rahmen des Studium Generale angeboten und beinhaltet Sportpraxisseminare mit begleitender Kenntnisvermittlung rund um Gesundheitskompetenz. In dem Anbau an der Lotto-Auto-Sporthalle können Sie unseren Fitness- und Gesundheitsbereich besuchen. Der Kraftraum ist mit modernsten 3D-Geräten ausgestattet, aber auch ein kleiner Cardio- und Freihandelbereich ist dabei. Alle Informationen rund um die Anmeldung und Teilnahme finden Sie an unserer Seite sport.heiß-mitweida.de. Kommen Sie zum Hochschulsport, lernen Sie neue Freunde kennen, haben Sie viel Spaß bei körperlicher Aktivität, schaffen Sie sich einen Ausgleich zum Studienalltag. Aber den letzten Satz bitte nochmal. Ja. Weitermachen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie sind entlassen. Ich habe mich sehr gefreut, wieder nach Mittweida zurückzukommen heute. Es war eine sehr schöne Veranstaltung, eine sehr feierliche Veranstaltung, ein super Rahmen. Und da kann man tatsächlich nochmal schön auf das Studium hier in Mittweida zurückblicken. Und ja, ich komme immer wieder gern hierher und habe hier tatsächlich viele Freunde gefunden, auch im Studium. Und ich denke, man sieht sich die nächsten Jahre auf jeden Fall das ein oder andere Mal nochmal wieder hier in Mittweida. Also besonders waren natürlich die Menschen, die wir hier kennengelernt haben und mit denen wir ganz oft zu tun hatten. Und das sind wahrscheinlich Freundschaften fürs Leben. Ja, was, kommt drauf. Hier war man irgendwie Teil einer Gemeinschaft und das war immer sehr schön und sehr besonders. Ich meine, bei so
so einem Tag geht es mir natürlich fantastisch. Mittlerweile sind es ja jetzt schon 7 Jahre, die ich jetzt hier bin. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Die ganzen 7 Jahre waren irgendwie jedes Jahr anders. Und ich glaube, man hat einfach hier Freunde fürs Leben gefunden. Das ist einfach für mich das Highlight tatsächlich, ja. Sag alle mal mit weiter! Mit weiter! Also Highlights waren vor allem mit weiter so viele nette, freundliche Leute kennengelernt zu haben. Es war einfach eine wunderschöne Zeit. Die Leute sind einfach toll mit weiter.